Freunde von SagmalTV, Erik hier und David hier, was man auch an unseren tollen T-Shirts erkennt, die wir euch extra für dieses Video hier, für diese Videos gedruckt haben. Wir sind hier im wunderschönen Sachsen in dieser schönen Arschkälte am 1. April, ne? Genau, am 1. April ist heute, logisch. April, oh ja. Nicht, dass die Leute denken, es wird heute ein April-Scherz, aber wir können euch versichern, es wird kein April-Scherz. Und das war der April-Scherz, dass wir es euch versichern, dass es keiner wird. Nein, das wird wirklich keiner. Also, wir kommen jetzt zur nächsten Enthüllung. Wir haben ja schon 4 Synchronsprecher für unser Panel. Also ich meine, jetzt mal unter uns. Ich habe schon viele Anime-Messen gesehen, wo auch viele Synchronsprecher-Panels existierten. Und da saßen 2, vielleicht manchmal 3. Aber ich habe noch nie gesehen, also außer unser letztes Jahr, wo 6 Synchronsprecher an einem Tisch saßen und Fragen von Fans beantwortet haben. Wie geil sind die denn? Also ich hoffe, dass die dann auch entsprechend Applaus kriegen, wenn sie da sind. Aber ich denke mal schon. Wenn ihr also kommen wollt, 24.06. zur Anime-Messe nach Berlin. Im Kosmos. Im schönen Kosmos, genau. So, du hast jetzt die Ehre, Nummer 5 zu enthüllen. Die Ehre, die Nummer 5 zu enthüllen. Da ist die Kamera. Das sag ich auch jedes Mal. Ja. Weiter, komm. Und zwar haben wir den Dirk Stollberg. Dirk Stollberg ist Dirk bei uns dabei. Was hat er gesprochen? Er hat gesprochen zum Beispiel Ryota Sakamoto aus Bitum. Das ist ein Anime, den du komplett gesehen hast, ne? Den habe ich komplett gesehen, muss sagen, auch ein wirklich guter Anime. Sehr actiongeladen, auch wieder mit Computerspielen und viel Dramatik auch, finde ich. Mhm. Und auf jeden Fall eine schöne und große Rolle, die er super gesprochen hat, muss ich auch sagen. Und bei Eden of the East war er auch dabei, glaube ich. Eden of the East, ja, als Satoshi Uzugi. Ah, okay. Ich muss zugeben, Eden of the East ist schon ein bisschen her, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wer das war. Aber wie gesagt, die Stimme kennt ihr alle. Dirk Stollberg, lange schon dabei und hat doch unter anderem, für mich sehr interessant, im 13. Conan-Film eine kleine Rolle gesprochen. Aber egal, guckt euch auf jeden Fall das Panel an, wenn ihr dann zufällig bei der Anime-Messe seid. Am 24.06. mit dabei, ich meine, 5 Sprecher haben wir ja schon enthüllt. Da kann Nummer 6 doch nur noch besser werden, oder? Na, das geht eigentlich gar nicht mehr besser. Das geht gar nicht mehr besser, aber es wird einfach, das Panel wird einfach noch besser. Ja. Definitiv. Also wir fassen mal kurz zusammen. Marieke Oeffinger, Philipp Süß, Jasmin Arnold, Rieke Werner, Dirk Stollberg. Was soll denn jetzt noch kommen? Es wird geil. Freut euch. Bis zum nächsten Mal.